Hallo, ich bin Alexander. Willkommen bei Abenteuer Naturfotografie. Wir haben Anfang Oktober, wir haben Anfang Herbst und ich bin für ein paar Tage an die Müritz gefahren. Und immer wenn ich hier im Müritz Nationalpark bin oder im Umkreis von der Müritz, besuche ich diesen wundervollen Kiefernwald. Also für mich wundervoll, weil jedes Mal, wenn ich hier unterwegs gewesen bin, in diesem Waldstück, in diesem Kiefernwaldstück, habe ich ich gehe da nie ohne irgendwie ein paar Fotografien nach Hause, weil ich finde hier jede Menge Motive immer wieder aufs Neue. Besonders schön ist es in der Abenddämmerung, also wenn die Sonne untergeht oder auch morgens, wenn die Sonne aufgeht und die Sonne scheint hier in den Wald rein und ihr könnt es auch sehen, ihr kennt es auch bei Kiefern, die ja orange-braune Rinde, die fängt dann richtig an zu leuchten. Da habe ich mal richtig schöne Aufnahmen schon bekommen. Das ist wirklich dieser Kontrast zwischen diesem Rot-Orangen und dem Grünen richtig zur Geltung kommt. Und das ist eine tolle Sache. Wie gesagt, ich bin hier unterwegs, beziehungsweise wir sind hier unterwegs und wollen heute auch mal ein paar Motive finden und fotografieren. Akrobatisches Objektivwechsel. Ihr seht, ich habe mein 24-105mm Objektiv mal getauscht. Ich habe jetzt mein 70-200er dran. Und zwar aus dem folgenden Grund. Die Kiefern stehen hier teilweise ja doch sehr dicht beieinander. Und einige Ecken, da stehen sie ein bisschen weiter auseinander. Völlig normal. Mit meinem 24-105er, wenn ich da eine Aufnahme mache, Landschaftsaufnahme halt hier, oder eine Aufnahme von dem Wald, von den Kiefern, stehen die einzelnen Baumstämme doch ziemlich weit auseinander. Wenn ich jetzt mein 70-200mm nehme, und ich habe hier gerade auch einen schönen Bereich gefunden, mit 200mm fotografiere, kann ich, wenn ich zum Beispiel halt die 24mm Weitwinkel habe, dann auf die 200mm gehe, alles verdichten. Optisch scheint es dann so, als wenn die einzelnen Baumstämme näher aneinander rücken. Und das möchte ich hier halt auch haben. Und das Bild, was ich gerade gemacht habe und ein paar weitere, möchte ich euch zeigen. Und da ist halt, wie gesagt, diese optische Täuschung im Grunde bei den folgenden Bildern. So nah stehen die einzelnen Kiefern nicht beieinander. Das kommt halt, weil ich das 200mm, die 200mm Brennweite genommen habe. Ob das jetzt natürlich ist oder nicht, eine natürliche Abbildung, sei mal dahingestellt. Es ist ein kreatives Mittel, was man nehmen kann, was häufig benutzt wird, um halt etwas weiter auseinanderstehende Motive oder Bereiche von Motiv, die auf dem Bild sind, dann halt aneinander zu rücken. Und das kann man halt mit einer höheren Brennweite erreichen. Und das habe ich jetzt hier auch gemacht gehabt. Und ich finde, die Bilder sind ja doch schon recht interessant geworden. Weiter geht's auf Motivsuche. Musik.
das wollte ich euch natürlich noch erzählen. Ich habe da jetzt die Kiefernrinde mit der Kiefernnadel da dran im Hochkant fotografiert. Ich habe zwei Bilder im Querformat gemacht gehabt. Gefallen mir nicht so. Oftmals fotografiere ich Baumrinde halt im Hochkantformat. Das kommt dem Motiv zu tragen, weil Bäume wachsen ja auch senkrecht nach oben und nicht horizontal. Und die Einstellung für dieses Bild, da habe ich mehrere Aufnahmen, unterschiedliche Einstellungen gemacht, aber ich habe auch gesehen, wie ich das Bild euch jetzt gleich einblenden werde, ISO 200 mit einer Verschlusszeit von 1:25 bei einer Brennweite von 200 mm, das wollte ich gesagt haben. Und die Blende habe ich auf 5,6 gestellt gehabt, weil der Baum, die Kiefer, doch ja eine Rundung hat und ich wollte das schön flach haben, sodass wirklich die komplette Rinde halt auch scharf abgebildet wird und dass man nicht an den Rändern so einen Schärfeabfall hat. Das kann man bei dünneren Baumstämmen, da nutze ich immer Blenden von 5,6, 8 oder 11, es sei denn, ich möchte halt diese Rundung darstellen und das kann man dann halt in dem Moment, wie ich festgestellt habe, dann mit einer größeren Blende, wenn man dann halt 4,0 nimmt oder irgendwie sowas. Aber es ist nicht so mein Fall, ich mag das nicht so, wenn, dann muss das alles schön scharf sein, gerade bei diesen Motiven. Ja, das wollte ich noch zu dem Motiv sagen, ist euch vielleicht eine kleine Hilfe, wenn ihr solche Motive auch mal vor der Linse habt und fotografieren möchtet. Ja, ich fotografiere heute nicht nur, sondern ich bin auch videoschussbereit. Alles am Mann, mir fehlte Holz da, deswegen habe ich es einfach in meinem Bauchgurt, Hüftgurt, das Stativ reingeklemmt mit dem Revolvergriff hier, unsere kleine Sony Filmkamera. Also ihr seht, ja auch im Video habt ihr das gesehen, wir filmen heute mit zwei Kameras, meine Frau mit der großen Hauptkamera, ich mit der kleinen, so ein paar Schnittszenen und ich fotografiere zwischenzeitlich und ja, sieht ein bisschen kurios aus, aber man muss sich was einfallen lassen.
Da war eine Dicke. Ich kriege hier auch einen Gruselfaktor. Ich habe zwar nichts gegen Spinnen, aber die müssen mir nicht auf die Pelle hocken. Das wäre jetzt was für meine Frau, die fette Kreuzspinne, die sie hier im Netz gespannt hat und hier, ja, hängt. Thank you.
Es sind wieder ein paar richtig schöne Stunden hier in dem Kiefernwald gewesen, ein paar tolle Bilder bekommen. Einige habt ihr ja auch schon gesehen. Und es ist trotz alledem manchmal so, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Also man läuft dann durch den Wald und es will sich partout kein einziges Motiv auftun. Das passiert mir auch hin und wieder mal. Aber ich sag mal so, dann bin ich wenigstens die Stunden draußen in der Natur gewesen, in der frischen Luft. Das hat ja auch einen Mehrwert. Da muss ich nicht unbedingt tolle Fotos mit nach Hause bringen. Allerdings, wenn ich natürlich ein paar schöne Fotografien erstellen konnte, Motive gefunden habe, die ich fotografieren konnte, dann ist natürlich der Mehrwert noch einen Tacken höher und man ist befriedigter und man kommt viel entspannter und freudiger nach Hause. Und wenn man die Bilder dann auf dem PC, dann auf dem Monitor sieht, ja, mir geht es immer so, ich freue mich, waren tolle paar Stunden, ein toller Tag draußen in der Natur. Geht raus, gerade wenn ihr im Wald unterwegs seid oder in der Natur an sich ja, haltet die Augen auf, es finden sich trotz alledem immer irgendwo Motive und seien es ganz banale herbstliche Blätter jetzt um diese Jahreszeit, jetzt im Herbst, was farbenfrohes, banal ist doch schon das falsche Wort, farbenfrohe Herbstblätter ergeben auch schöne Motive oder wenn ihr so ein Waldstück habt, was ihr regelmäßig besuchen könnt, geht zu jeder Jahreszeit, zu jeder Wetterlage mal dort in dieses Waldstück. Ihr werdet da immer unterschiedliche Motive finden und es wird nie langweilig, mir zumindest nicht. Und ja, bis zum nächsten Mal und habt Spaß mit der Kamera in der Hand. Euer Alexander. Ja, und so ist das, wenn man in einem Wald unterwegs ist, den man zwar ganz gut kennt, aber am Fotografieren und am Filmen ist und nicht auf den Weg achtet. Da muss man erstmal wieder Kilometer weit zum Auto, zum Parkplatz latschen, wo man sein Auto geparkt hat. Und es ist auch nicht ganz ungefährlich hier, weil die fahren hier wie die Blöden. Die rasen hier abartig. Aber gut, ihr kennt meine Einstellung ja für gute Bilder und gute Filmszenen. Muss man schon mal was in Kauf nehmen. Das ist dann einfach mal so.